Für die AfD-Fraktion der Abgeordnete Peter Felser. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, liebe Kollegen, liebe Landwirte draußen auf den Betrieben, wie oft wurde in dieser Woche das Wort Zeitenwende bemüht? Russische Panzer haben zu einer 180-Grad-Wende in der Verteidigungspolitik geführt. Schauen wir mal rein in den Einzelplan 10, ob dort eine Wende zu erkennen ist. Eine kleine Mini-Wende haben wir in der Digitalisierung. Erstmals bekommen wir ein Budget für die künstliche Intelligenz. Das begrüßen wir, das ist richtig. Das ist zukunftsweisend, wenngleich es ist ein bescheidener Anfang, wenn man mal mit China oder USA die KI vergleicht. Aber immerhin, wir begrüßen es auch, dass Sie im Bereich ausgewogene Ernährung investieren, in Bildung und Aufklärung investieren. Das ist gut in Zeiten von Adipositas, von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da ist das gut und richtig investiert, liebe Kollegen. Jetzt aber zu dem, was vor allem an diesem Haushalt auffällt, Einzelplan 10. In welchem Bunker, in welcher Blase, in welchem Elfenbeinturm, Herr Minister, haben Sie eigentlich dieses hier zusammengeschrieben? Das ist ja 0,0 an die aktuelle Lage angepasst. Wo finden sich in diesem Plan bitte die Auswirkungen der Corona-Krise? Wo die derzeitige schwere Inflation, wo die Düngerkrise? Wo finden sich die Maßnahmen hinsichtlich der Auswirkungen des völkerrechtswidrigen Angriffs Russlands auf die Ukraine? Davon findet sich fast gar nichts in Ihrem Entwurf. Sie ignorieren all diese Krisen und arbeiten einfach weiter nach ideologischer Tagesordnung, so als ob nichts passiert wäre. Das ist grundlegend falsch und das lehnen wir ab. Sie haben es gerade selber gesagt, die Landwirtschaft steht mit dem Rücken an der Wand. Wachsen oder weichen, diese Parole hat uns sehr viel Schaden zugefügt. Jedes Jahr schließen tausende Höfe in Deutschland und die bäuerlichen Familien verlieren ihre Existenz. Mit den explodierenden Energiekosten, den Betriebsmittelkosten und den Düngekosten wird das Höfesterben weitergehen. Mit diesem Haushalt werden am Ende des Jahres wieder tausende Höfe ihre Hoftore für immer schließen müssen. Das lehnen wir ab. Beenden Sie endlich das Höfesterben. Aber, liebe Kollegen, es geht und es ginge ja definitiv anders. Frankreich hat kurzfristig ein Hilfspaket über 460 Millionen Euro aufgestellt. Damit werden die finanziellen Folgen des Ukraine-Kriegs für die französischen Landwirte abgemildert. Das sind rein steuerliche Erleichterungen. So geht Hilfe für die Landwirtschaft. Österreich, Dänemark und Polen handeln ähnlich. Und sogar die EU-Kommission plant jetzt noch ein zusätzliches Unterstützungspaket von 500 Millionen Euro und die Freigabe der Krisenreserve. Sie haben es gerade gesagt. Warum machen Sie da hier in Deutschland nicht davon Gebrauch, national den Landwirten zu helfen? Uns verwundert, dass die Bundesregierung nur so spärliche Entlastung für die heimische Landwirtschaft vorgesehen hat. Das wäre aber dringend erforderlich. Es kommt ja auch noch dazu, dass sie die Bundeszuschüsse zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung von 77 Millionen Euro jetzt gekürzt haben. Wo soll das hinführen? Aber nochmal zur aktuellen Lage. Wir haben Krieg in Europa, Krieg in unmittelbarer Nachbarschaft. Und da halten Sie es nicht für geboten, Herr Minister, die nationalen Getreidereserven für Krisenzeiten aufzustocken. Jahrelang wurde hier gespart. Große Teile der Bestände sind überlagert und liegen schon länger als 10 Jahre. Sie sind gar nicht mehr nutzbar. So ein Zustand ist nicht hinnehmbar. Das, liebe Kollegen, das ist das Gegenteil von Krisenvorsorge. Krisenvorsorge hieße jetzt aber auch, dass wir auf allen landwirtschaftlichen Flächen Lebensmittel anbauen dürfen. Setzen Sie jetzt in dieser Situation, setzen Sie bitte jetzt die ohnehin falschen Vorgaben aus. Ja, richtig, die ökologischen Vorrangflächen müssen jetzt bewirtschaftet werden, aber nicht nur dieses Jahr, sondern bitte auch in den nächsten Jahren. Die Instrumente dazu gibt uns Brüssel ja auch an die Hand und die anderen Länder machen das genauso. Unsere Landwirte dürfen hier nicht weiter eingeschränkt werden. Sie sprechen von der 4% Zwangsbrache nächstes Jahr ausgesetzt. Sie muss aber für immer verhindert werden, weil wenn das kommt, das sage ich Ihnen, diesen Irrsinn können Sie keinem mehr erklären. 4%, das entspricht 4,2 Millionen Hektar in der Europäischen Union. Und diese aus ideologischen Gründen einfach stillzulegen, das wäre der absolute Wahnsinn. Das können Sie keinem mehr erklären.
Nur mal zum Vergleich, dass auf diesen Flächen könnten über 25 Millionen Tonnen Weizen angebaut werden. Marokko, Ägypten, Tunesien, Algerien, Äthiopien, diese Länder benötigen zusammen knapp 28 Tonnen Weizen pro Jahr. Da sehen Sie, wohin das führt. Liebe Kollegen, in Afrika verhungern Menschen. Bei uns steigen die Preise in den Himmel. In dieser Lage weiter an Ihrer Ideologie festzuhalten, das wäre völlig unverantwortlich. Und am Montag haben die ersten Bauern bereits angekündigt, sie werden diesen Irrsinn durchbrechen. Sie werden für die hungernden Menschen Weizen anbauen und dann eben illegal anbauen. So weit sind wir schon, das haben die Landwirte angekündigt. Kommen Sie endlich in der Wirklichkeit an. Kanzler Scholz vollzieht seine 180-Grad-Wende in der Verteidigungspolitik. Im Wirtschaftsministerium darf man wieder etwas lauter über Laufzeitverlängerungen für die Kernkraft nachdenken. Leiten Sie jetzt bitte im Ministerium eine Agrarwende ein. Eine Agrarwende, die unsere Bauern schützt und die für unsere Bürger jederzeit gute und gesunde Lebensmittel zur Verfügung stellen kann. Das wäre und das ist das Gebot der Stunde. Vielen Dank.